Willkommen zurück bei Agatha Knife hier in dem kleinen Stall von den süßen kleinen Tierchen. Und die wollen ja eine Demonstration unseres Glaubens bekommen. Und die wollen wir ihnen natürlich geben, dass wir sie natürlich auch überzeugen, dass der Karnivorismus richtig toll ist. Vorher sprechen wir mal mit Sandro, mal gucken, was der noch irgendwie hat. Kann man hier erzählen? Karten helfen, Metzgerei, schicken. Na gut, okay, für Glück, ja, alles klar. Kann ich da Sachen nehmen? Schade. Okay, gut, dann gucken wir mal, wo wir die Tickets herbekommen. Beziehungsweise wie wir die Tickets machen. Vielleicht in der Bibliothek? Ich kann die uns helfen? Hallo? Sitzungsproblem? Ne, okay. Ja, okay, aber später. Die hat leider immer nichts. Wir haben auch nur bisher wenig. Können wir vielleicht in der Bibliothek die Tickets machen? Dass wir da irgendwie. Vielleicht irgendwie so ein. Ist im Copyshop? Haben wir da noch so ein Ding von? Nö. Ah, ich hab die, okay. Okay, wir gucken, vielleicht haben wir da noch irgendwie was, was wir da mitnehmen können. Vielleicht nochmal so. Hier, die noch mehr Seiten brauche. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Hier, ich will den Eimer und den Mob da nicht reintun. Ey, der Typ ist weg. Wo ist er hin? Wir fahren mal hoch. Vielleicht könnte uns der Typ im Copyshop da helfen. Mit den Tickets. Die Version mit den Büchern gemacht habe, da weiß ich, bin ich auch noch mal sehr gespannt, wie wir oder was wir damit noch machen werden. Wenn wir damit was machen werden, ist natürlich auch die Frage. So. Okay, hier drin kann man natürlich nicht rennen, ist ja eine Bibliothek. Okay, mal schauen. Get up, boy. Hey, brauchst du etwas? Ich frage mich, was mit dem Copyshop passieren wird, wenn sie das Gebäude zerstören. Ich habe gehört, dass sie hier bald Bauarbeiten durchführen werden. Sie wollen die Bücherei abreißen und einen Parkplatz bauen. Ja, ich weiß, aber ich mache mir keine Sorgen. Wenn sie die Bücherei wirklich abreißen, überlege ich mir etwas. Ich kann mich nicht, ich kann mich anpassen, egal was passiert, das ist kein Problem. Brauche Tickets für ein besonderes Ereignis. Ich muss sie gestalten und dann später ausdrucken, damit ich sie verteilen kann. Kannst du mir helfen? Mal sehen. Ich kann das Design nicht für dich machen. Ich bräuchte einen Computer und ich habe keinen. Aber wenn du mir ein Design bringst, kann ich es für dich kopieren. Was denkst du? Lass mich drüber nachdenken. Natürlich. Okay, ja, das glaube ich später. Ja gut, den einzigen Computer, den ich wirklich kenne, wo man wahrscheinlich sowas machen könnte, wäre, denke ich mal, der von unserer Freundin Nika, wo man dann halt, der bestimmt irgendwie so ein Designprogramm auf dem Rechner, irgendwie, weiß ich nicht, Corel Draw oder so, oder GIMP, wo man eben schnell ein Design machen kann. Na gut, wir gehen erstmal zu Nika. Ich kann die uns dabei helfen, wobei die natürlich auch noch immer rotzevoll ist. Aber gut, mal schauen. Wir werden sehen. Justin, hallo. Hier bin ich auch mal gespannt, ob wir die fette schwarze Katze, ob wir die Lotterie da knacken. Ach ne, ja, hier ist der Optimus. Ah ne, ist er nicht Optimus. Ist ja der Megasort. Hm.
Kampagne Rotnika. Name bitte rein. Vielen Dank. So, wir gehen mal kurz hoch, aber Nika wird wahrscheinlich immer noch betrunken auf dem Bett liegen. Nö. Alles klar. Gut, wir fragen die mal. Hallo, hallo. Hast du aufgehört zu trinken? Ja, ich muss nicht mehr trinken. Dank ein paar Schlücken von diesem Zeug habe ich meine Inspiration zurückerhalten. Und jetzt lege ich mit Vollgas los. Alles cool. Kannst du mit deinem Computer Tickets ausdrucken? Tickets für was? Sie sind für eine Party, die ich in der Metzgerei abhalten werde. Du organisierst eine Party? Du? Wirklich? Ja, aber es ist eine Party für Tiere. Du kannst nicht kommen. Ah, keine Sorge, ich mag auch keine Partys. Ja, okay. Und kannst du mir die Tickets ausdrucken oder nicht? Ich habe nicht viel Tinte im Drucker. Und ich brauche ein paar Blaupausen und Handbücher für mein Projekt. Aber ich kann dir beim Design helfen, wenn du willst. Druck eins aus und dann kannst du Kopien davon machen. Ja, das möchte ich ja auch. Wie klingt das? Ja, na gut. Das wird funktionieren. Ja, alles klar. Dann lass uns das machen. Wir haben 0, nichts dein Design fertig. Mal sehen. Was soll ich auf das Ticket schreiben? Tritt dem Karnivorismus bei. Der neuen Religion für Tiere, die Angst davor haben, zu Fleisch verarbeitet zu werden. Komm zum heiligen Ort des Karnivorismus in der Metzgerei Knife und tritt dem Gott des Karnivorismus höchstpersönlich, das große blutende Schwein. Was für eine Art Party ist das? Es ist ein Geheimnis. Das kann ich nicht sagen. Na gut, ist egal. Das ist kein Grund, es mir zu sagen. Wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse. Soll ich etwas Blut drauf malen? Ja, gut. Alles hier schön in Code geschrieben natürlich. Cool, wir haben ein Design. Dann drucken wir es aus. Geil. Der Drucker hört sich mega gut an. Job erledigt. Hier ist dein Ticketdesign für deine Tierparty. Dankeschön. Danke. Kein Problem. Dafür sind Freunde da. Das ist richtig. Gut, dann genau, mach du mal dein Projekt weiter. Geil, Karnivorismus, the new cult in town, join us, VIP. Alles klar. Danke, Nika. Wir gehen jetzt zu dem Copy-Mann und kopieren uns das Ding. Und dann mal schauen. Ich denke mal, unsere Religion wird wie eine Bombe einschlagen. Die wird richtig cool werden. Tag. Wobei es natürlich auch dämlich, wenn unsere Anhänger dann alle tot sind, ne? Aber naja. Aber es ist dann natürlich eine Ehre für sie, da zu sterben. Fette schwarze Katze, ich will, dass ich gewonnen habe. Geht noch nicht. Okay. Oh, der Justin, das ist so ein lustiger Typ immer. Okay, dürfen wir ja nicht wieder nicht reden. Na gut, hier müssen wir wahrscheinlich irgendwie was reinstellen. Denke ich mal. Also, ich weiß noch nicht was. Vielleicht unsere Bibel oder so. Könnte ich mir vorstellen. Dass, dass dann irgendwie so ein Portal aufgeht oder so. Kann ja sein. Ob das dann so richtig ist, sehen wir zu gegebener Zeit. So, aber erstmal natürlich den Karnivorismus pushen. So, Dude. What up? Hier, bitteschön. Hi. Ich brauche ein Kopien von dieser Einladung hier. Okay, aber du hast Geld, oder? Oh, schon wieder das mit diesem Geld. Nö, ich habe im Moment keins. Naja, ohne Geld kann ich nichts für dich tun, tut mir leid. Aber keine Sorge, ich gehe nirgendwo hin. Komm wieder, wenn du etwas Geld hast und ich mache dir die Kopien. Verdammter Mist, ey. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist die fette Katze? Hat die Lotterie schon gemacht? Oder habe ich unser Geld verbrannt? Aber es gibt ja keine Sackgasse, oder? Also, wäre mir neu, wenn es in Spielen wirklich Sackgasse gäbe.
Deswegen müsste es ja irgendwo eine Lösung geben. Wir müssen sie nur finden. Oh, guck mal, sie ist ja auch total in Love mit dem coolen Typen mit dem Ohrring hier. Guck mal an. Süß mit ihrem Puschelstift. Gut, 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 gut. Aber woher holen wir jetzt das Geld? Wir könnten eventuell Mutter fragen. Weil so haben wir nichts. Aber wir haben ja auch. Wahrscheinlich hatte ich auch so kein Geld, ne? Weil das einzige Geld, was sie hatte, war ja das, was die Burger-Tante uns gegeben hat. Und das haben wir ja komplett aufgebraucht, um die Metzgerei Knife auf Agatha Knife umzuschreiben. Macht natürlich auch Sinn. Na gut. Tja, woher kriegen wir Geld? Guten Tag. Das ist eine gute Frage. Wir fragen erstmal Mutti. Stark. Mami, wie sieht's aus? Ich werde sie aufheitern. Wo kommen die Kunden zurück, Mama? Vertrau mir. Ja, okay. Tiere. Danke. Ja, bist meine Lieblingstochter. Bla bla bla. Nee, bis später. Alles klar. Nö. Geld haben wir keins. Das ist schon mal schlecht. Hat die coole Katze. Geil. Hallo. Bleib wo du bist, das ist Stanleys Territorium. Was willst du? Das ist mein Begleiter, okay. Jetzt ist die Katze im Bad verschwunden. Natürlich. Oh, das ist das Haus meiner Mama. Tier und Fleisch, okay. Ja gut, also da können wir, tja, wo kriegen wir denn Geld her? Können wir da vielleicht den Sandro fragen, dass der uns irgendwie was gibt? Gute, gute Frage. Wir fragen mal den Sandro. Vielleicht gibt der uns irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, wie viel, ehrlich gesagt. Weil der hat ja gar nicht gesagt, wie viel Geld er haben will. Wahrscheinlich nur viel. Drei Geld dann. Okay, die Lotterie ist immer noch nicht gezogen worden. So eine Scheiße. Kann ich dem vielleicht, wenn ich dem in die Lotto gehe? Na guck, hat das Gewinnerlos ausgewählt. Und habe ich gewonnen? Lass mich mal nachsehen. Tut mir leid, kein Glück dieses Mal. Keines deiner Lose hat gewonnen. Oh nö, ey. Nika hatte recht, Lotto zu spielen ist Geldverschwendung. Kannst du mir mein Geld zurückgeben? Tut mir leid, aber das kann ich nicht machen. Dann gehe ich. Ja, werd ich wütend, es ist nicht meine Schuld. Ja. Ja, geil. Läuft bei uns. Sie hat mich schon gewundert, sehr wohl. Genieße es herumzulaufen, dachte er. Scheißdreck, ey. Tja, wo kriege ich Geld her? Ich hätte jetzt wirklich auf die Ziehung gehofft. Und hatte gehofft, dass, tja, dass wir da vielleicht ein paar Taler bekommen. Wo sind der Knoblauch, die Bücher und alles andere Zeug hier? Das sind Dinge, die ich für meine Magie einsetze. Die meisten Bücher sind Rezepte für Slamming Shotination Cocktails. Ah ja.
Und in den Behältern sind Gewürze und Extrakte für die gängigsten. Na gut. Ja. So, jetzt haben wir drei. Muss uns einen Karten helfen. Ich habe eine geistige Blockade. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Willst du mir helfen? Ach so, okay. Krass. Dann sagt ihr mir jetzt was vor. Voll der geile Trick, ey. So werden Karten gemischt. Die Karten dieses Mal zeigen den weisen Mann, den Betrunkenen und Papier. Ich habe mit einer klugen Freundin gesprochen und sie hat getrunken. Großartig. Ich glaube, die Karten sagen, dass sie dir helfen kann, die Tiere zu überzeugen. Wenn ich du wäre, würde ich mit ihr reden. Nochmal? Ich weiß nicht. Geh raus, vielleicht hilft mir etwas frische Luft beim Denken. Aber nochmal? Kann ich vielleicht Nika nach Geld fragen? That's what friends are for? Na gut, zu verlieren haben wir ja nichts. Dann schauen wir mal. Ich hätte wirklich auf die fette schwarze Katze gehofft. Mist. So ein Mist, aber auch. Aber da sieht man es wieder, Lotto spielen hat halt, oder ist halt leider Glücksspiel. So, hier, Nika, was geht ab? Aber die hat uns auch schon mit den Tickets geholfen. Das habe ich mir gedacht, dass wir Sachen machen. Scheißdreck, ey. Tja, wo kriegen wir Geld her? Okay, die vielleicht fragen. Vielleicht leiht die uns Geld. So ein kleines Mädchen. Hi, geht's dir? Was kann ich für dich tun? Nö. Vielleicht können wir ihn hier nochmal fragen. Wäre in seinem Unterrock irgendwo ein bisschen Geld versteckt? Nee. Okay. Haben wir auch nichts. Haben wir auch nichts, was wir irgendwie verkaufen können oder so. Vor allem wen auch. Vielleicht die Burger-Tante. Vielleicht die Burger-Tante, dass die uns die Geld gibt oder so. Wobei, die hat uns natürlich auch schon derbe viel gegeben, ne, für die 2000 Burger, die sie nicht hat. Aber kann ich ja nichts tun. So. Hallo. Nur damit du es weißt, ich habe unsere Abmachung mit dem Tierarzt nicht vergessen. Komm schon auf, mich fertig zu machen. Du bist jetzt meine offizielle Burger-Lieferantin. Wenn du also meine erste Bestellung fertig hast, werfe ich das ganze Hundefleisch weg, das ich noch habe. Da hinten ist ein Mann, der an Hundefleisch gestorben ist. Der Mann mit dem Milchtank ist am Hundefleisch gestorben. Tot? Wovon redest du? Das stinkt bloß den Doggy-Burger. Geht so. Okay, ich habe Dinge zu erledigen. Bis später, Partnerin. In Express. Ja, können wir da irgendwie die Musik umstellen? Geil! Oder DJ. Okay, aber immer noch kein Geld. Zwar DJ, Mad DJ Skills mal eben ausgepackt, aber wir haben kein Taler. Ne, Kätzchen? Scheißdreck, ey, wo kriegen wir denn Geld her? Vielleicht können wir uns nochmal so einen Gutschein nehmen. Ich habe mir schon einen genommen. Tja. Was Fotos, die ich gemacht habe? Warum auch immer. So, One Day Ticket.
Fällt euch was ein, wo wir Geld herbekommen können? Ich wüsste es gerade nicht. Weiß nicht, ob wir nochmal in den Zoo fahren und die dann nochmal fragen. Vielleicht gibt die uns Geld. Bezweifle ich eher. Tja. Aber gut, das werden wir dann in der nächsten Folge von Agatha Knife ausprobieren. Ja, vielen Dank bisher fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.